Hallihallo, ich bin Sabine Peters, ich bin Kunsthistorikerin, ich bin Stadtführerin in Nürnberg und man kennt mich vielleicht auch unter Stadt Pomeranze. Bist du 5 bis 15 Jahre alt? Bist du vielleicht schon Harry Potter Fan oder möchtest du es gerne werden? Und möchtest du gerne Welt bester Schatzgräber werden, dann bist du jetzt gerade bei mir richtig. Ich möchte dir nämlich eine Geschichte erzählen, wohlgemerkt eine wahre Geschichte. Ab und zu, glaube ich, werde ich deine Hilfe brauchen. Es war einmal, wohlgemerkt die Geschichte, es war einmal, da hat noch nicht mal die Mama gelebt, die Oma vielleicht auch nicht, die Uroma. Oma vielleicht. Vielleicht war die Oma ein kleines Baby. Es war nämlich Mitte des 20. Jahrhunderts, also im letzten Jahrhundert, so um 1552. Da hat sich nämlich der Herr Dörner, ein Bauer, auf den Weg gemacht. Wir sind jetzt im Nürnberger Land, wo die vielen Bäume auch stehen. Und da hat er sich auf den Weg gemacht in seinen Wald, um Bäume zu roden. Ich hoffe, du weißt, was Bäume roden ist. Das heißt, er fällt nicht nur die Bäume, sondern er zieht auch die Wurzeln aus dem Boden heraus. Also eine schwere Arbeit. Und das hat er gemacht. Und er zieht gerade mit seinem Traktor so ein großes Wurzelstück aus dem Boden heraus und entdeckt etwas. Er sieht lauter kleine Teile, hauchdünn, stell dir vor, so dünn wie Papier und golden glänzend, voller Dreck und ein bisschen angelaufen. Ja, und er hat sich gedacht, was du wahrscheinlich auch denken würdest, wenn du im Wald etwas finden würdest. So eine Umweltverschmutzung, wer hat denn da wieder was weggeschmissen? Das kann ja nur eine Konservenbüchse sein. Und hat die Teile so achtlos an den Rand hingelegt und hat feste weitergearbeitet. Der Herr Dörner hat aber eine liebevolle Frau gehabt, die hat ihm die Brotzeit mittags gebracht. Und als sie ihm das Brot gibt, sieht sie so diese Teile und denkt sich, das ist keine Konservenbüchse, das muss etwas anderes sein. Sie hat die Teile eingesammelt und ist ins Dorf gegangen. Sie wusste nämlich im Dorf, da sind einige Kluge. Da gibt es einmal den Herrn Pfarrer, der sehr gerne sein metallenes Glöckchen läutet. Vielleicht kennt er sich aus. Es gibt in dem Dorf den Zahnarzt, der lächelt einem immer so entgegen und er hat nämlich viele goldene Zähne im Mund. Der kennt sich auch aus. Und dann gibt es natürlich den Lehrer. Und du weißt ja, also Lehrer können alle Fragen beantworten. Jetzt brauche ich nur deine Hilfe. Zu wem ist denn jetzt die Frau Dörner gegangen? A. Zum Pfarrer. B. Zum Zahnarzt. Oder C. Zum Lehrer. Nein, du lässt dich jetzt nicht von der Mama ablenken. Sag, du hast jetzt keine Zeit. Du musst jetzt eine wichtige Frage beantworten. A. Pfarrer. B. Zahnarzt. Oder C. Der Lehrer. Richtig, sie ist zum Zahnarzt gegangen. Und dieser Zahnarzt hat sofort sehen können, das ist keine Konservenbüchse, das ist reines Gold. Und er hatte auch schon eine gute Idee. Du weißt, was er machen wollte? Genau, er wollte goldene Zähne daraus machen. Aber wie du schon merkst, war die Frau Dörner eine sehr kluge Frau. Sie hat sich nämlich auf den Weg gemacht nach Nürnberg ins Germanische Nationalmuseum und hat dort die Wissenschaftler gefragt. Naja, und die wussten sofort. Die wussten sofort, jawohl, der Zahnarzt hat recht, reines Gold. Sie wussten auch aus welcher Zeit, denn diese Motive, die da drauf waren, also diese Muster,
Das waren Kreise in der unterschiedlichsten Form. Manchmal sind die Kreise so aneinander gestoßen, manchmal haben sie sich überschnitten, manchmal überlappt, manchmal waren es nur ganz kleine, manchmal etwas größere, manchmal sahen sie aus wie ein Rad von einem Fahrrad und die wussten, ha, dieses Motiv hat man sehr gerne in der Bronzezeit hergestellt. Das war nämlich das Zeichen für die Sonne. Bronzezeit, also da reisen wir 3000 Jahre zurück. Und die Wissenschaftler haben all diese Teile da zusammengesetzt. Und als sie fertig waren, waren sie richtig glücklich, aber sie wussten nicht, was haben denn die Menschen damals in der Bronzezeit aus diesem wunderschönen Gegenstand gemacht. Ganz aus Gold, mit wunderschönen Mustern. Und dünn wie Papier. Ich zeige ihn dir mal. Ich habe ihn dir nämlich mitgebracht. Also als Bild. Da kannst du ihn dir nämlich mal angucken. Vielleicht siehst du ihn hier. Hier ist er. Und hier ist er nochmal in größer. Der Goldkegel von Etzelsdorf Buch. Ach, jetzt haben viele Wissenschaftler gerätselt. Was haben denn die Menschen vor 3000 Jahren mit dem gemacht? Manch einer hat gesagt, dreht ihn um, füllt ihn mit Wasser, es wird eine Blumenvase gewesen sein. Wieder andere haben gesagt, nein, das ist doch sicherlich eine Bekrönung für einen besonderen Pfahl gewesen. Bis Wissenschaftler endlich erkannt hatten, weil sie nämlich einen anderen gefunden hatten, der noch besser erhalten war, das ist ein Hut, ein goldener Hut. Es gab einen sehr fleißigen Wissenschaftler, der hat all die Punkte mal ausgezählt und der hat festgestellt, das sind nicht nur besondere Muster, sondern dahinter steckt ein ganz raffinierter Kalender. Jetzt stell dir das vor, der Mensch, der den dann aufgesetzt hat, wenn die Sonne geschienen hat, hatte man ja das Gefühl, die Sonne ist auf die Welt, auf die Erde gekommen. Diese Kreise, ein ganz raffinierter Kalender, die konnten also damals schon wissen, wann ist die nächste Sonnenfinsternis, wann ist die nächste Mondfinsternis. Also wirklich, ich sag's dir, ein zauberhafter Hut. Jedes Mal, wenn ich den sehe, dann kriege ich, siehst du es, sogar wenn ich davon spreche, dann kriege ich so eine leichte Gänsehaut, weil er wirklich magisch ist. Er spricht nämlich mit einem. Und ich bin mir jetzt fast sicher, solltest du Harry Potter Fan sein, du kennst auch einen sprechenden Hut, nämlich der in die Häuser einteilt. Ob Hufflepuff, Ravenclaw, Slytherin oder, was fehlt mir jetzt als Viertes? Weißt du's? Wenn nicht, dann würde ich dir dringend raten, besorg dir ein Harry Potter Buch und lass dir vorlesen oder lese diese spannenden Geschichten und Abenteuer. Jetzt wünsche ich dir viel Freude und wenn du im Germanischen Nationalmuseum mal wieder unterwegs bist und ich bin mir sicher, da gehst du bestimmt auch so gerne hin wie ich, dann mach dich auf in die Vor- und Frühgeschichte. Dort steht er nämlich, dieser magische Zauberhut. Wünsch dir was. Tschüss!